Ich habe gerade schon. Oh, Jens G. Gibt's selten. Georg ist es übrigens an der Stelle. Herr Professor Böttiger, Herr Professor Jansen, meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber Eckhardt, vielen Dank für die Einladung hier nach Hamburg. Hamburg ist immer eine Reise wert. Die Intensiv- und Notfallmedizin ist immer wert, miteinander ins Gespräch zu kommen und zu diskutieren. Und Herr Professor Böttiger, ich weiß nicht, wie Sie es geschafft haben, aber irgendwie hat mein Team gleich gesagt, das ist eine Veranstaltung, da sollte ein Bundesgesundheitsminister mal mindestens einmal gewesen sein. Und deswegen habe ich gesagt, komme ich natürlich auch und gerne. Es ist einfach toll, auch zu sehen, wie groß das Interesse ist. Allerdings habe ich gerade auch schon Herrn Professor Böttiger gefragt, was heißt das eigentlich, wenn so viel aus der Notfallmedizin, Pflege wie Ärzte hier in Hamburg sich versammeln für die Versorgungslage im Land? Aber ich gehe mal davon aus, dass das alles gut weiterhin überall flächendeckend sichergestellt ist. Denn ich komme gerade tatsächlich auch aus einem Besuch, das ist jetzt eher ein Stück Zufall gewesen, aber es hat sich ergeben, weil ich gerade heute Morgen auch schon zwei Kliniken hier in Hamburg besucht habe und ich war unter anderem in St. Georg in einer Klinik und wir haben auch die Notfallambulanz uns angeschaut und auch gesprochen über die Situation in der Notfallambulanz, die in St. Georg, das können Sie sich vorstellen, noch mal ein Stück anders aussieht als bei mir daheim im Münsterland, in der Frage, was sich da auch jeden Tag im Alltag an Aufgaben ergibt. Und ein Thema, und das möchte ich einfach vorneweg stellen, weil mir das in Erinnerung geblieben ist und weil mich das schon länger beschäftigt aus den Gesprächen da, ein Thema bewegt mich dabei immer mehr, weil es was aussagt über die Gesellschaft und das gesellschaftliche Klima. Und das ist die Frage, und das ist nicht nur in St. Görch so, sondern mittlerweile in jedem Kreiskrankenhaus, dass wir für Notfallambulanzen, für Krankenhäuser nicht nur am Wochenende mittlerweile Sicherheitsdienste brauchen, mittlerweile an vielen Stellen Sicherheitsvorkehrungen brauchen, weil tatsächlich es immer häufiger auch in Wort und Tat zu Übergriffen kommt, zu Gewalt gegen Personal, das eigentlich helfen will. Und deswegen ist mir eins sehr, sehr wichtig, das bin ich auch froh, dass wir das mit der Justizministerin haben klären können, dass wir, das ist gerade auch in Arbeit in der Bundesregierung, der entsprechende Gesetzgebung, dass wir im Strafrecht sehr, sehr klar machen, nämlich strafverschärfend, wer, und das gilt heute schon bei Feuerwehrleuten und Polizisten, aber auch wer Notfallsanitäter, wer Notärzte, wer die Pflegekräfte in der Notfallambulanz angreift, in Wort oder Tat, da finde ich, muss das Strafmaß noch mal ein ganzes Stück höher sein, als es in anderen Bereichen ist. Diejenigen anzugreifen, die auch noch helfen, ist eigentlich das Schlechteste, was es geben kann. Und deswegen braucht es aus meiner Sicht eben auch das klare Signal von Staat und Gesellschaft, und das drückt sich auch im Strafrecht aus, dass wir das nicht akzeptieren wollen. Obgleich, das ist der nachdenkliche Teil, der mich dabei beschäftigt, eigentlich eine Gesellschaft, die das über Strafrecht klären muss, schon ein Stück verloren hat, ne? Weil das ja auch was aussagt darüber, dass irgendwie da ein Gefühl dafür verloren geht, was da eigentlich gemacht wird. Ich meine, wenn Notfallsanitäter, Notärzte, Pflegekräfte im Einsatz sich die Sprüche alle anhören müssen, die sie anhören müssen, zeigt das ja irgendwie, dass da Leute sind, die gar nicht mehr in der Lage sind, sich da hineinzuversetzen, worum es ja eigentlich gerade geht. Oder wenn die Bereitschaft irgendwie mit 4 Wochen Rückenschmerz in der Notfallambulanz, wo man eigentlich auch gar nicht zuerst hingehört, dann kommt der Herzinfarkt, der Schlaganfall, dass der vielleicht vorgeht und etwas drängender ist und das irgendwie einzusehen, die Bereitschaft dazu sich ja auch nicht weiter ausprägt. Und das sind tatsächlich dann eben auch gesellschaftliche Phänomene und Diskussionen, die aus meiner Sicht stellvertretend aus diesem Bereich heraus an vielen Stellen zu führen sind. Und das hat was zu tun mit einer Polarisierung, Politisierung, die wir an vielen Stellen erleben. Übrigens glaube ich auch mit einer zunehmenden Unfähigkeit, auch eine gute Debatte und Diskussion mal miteinander zu führen und ein gutes Gespräch. Ein Gespräch, das mal eine Sekunde lang unterstellt, auch der andere könnte Recht haben. Ist ja was, was nicht nur bei Facebook immer schwerer fällt. Oder wo man es auch miteinander aushält, dass man nicht immer einer Meinung sein muss. Ich meine, Sie werden ja hier nie immer einer Meinung sein, aufgrund der schieren Zahl schon. Aber man kann doch einen guten Kongress miteinander haben und eine gute Debatte und ein gutes Miteinander, ohne immer einer Meinung sein zu müssen. Das wird aber irgendwie auch immer schwerer. Immer diese Absolutheiten, wenn überall immer Notstand ist. Klima, Migration, überall Notstand. Alles absolut, alles Apokalypse. Und dann ist dazwischen überhaupt kein Gespräch mehr möglich. Kein Zwischenton. Und das alles hat dann auch was wieder mit zu tun mit der Frage, wie man denn miteinander zwischenmenschlich umgeht, eben etwa auch in der Notfallambulanz. Und deswegen finde ich es so wichtig, und das ist mir, wo ich unterwegs bin, auch sehr, sehr wichtig, dass wir eben miteinander wieder besser
Debatten und Diskussionen führen, auch Argumente austauschen und im Zweifel auch das Gegenargument mal wertschätzen. Also meine Kiste hier oben springt immer erst richtig an, wenn ich herausgefordert werde und nicht, wenn alle einer Meinung sind. Ist meistens produktiver. Und der zweite Teil zum Vertrauen zurückgewinnen, und da bin ich bei sehr konkreten Themen, die Sie auch beschäftigen, ist ja die Frage auch, in welchen Bereichen und warum haben wir so viel Vertrauen verloren. Das drückt sich in Wahlergebnissen aus, das drückt sich in Umfragen aus, in Vertrauen. Wie viel Vertrauen haben Sie in Staat und Regierung? Übrigens, wenn Sie die Umfragen so schauen, ne, in Pflegekräfte und Ärzte ist das Vertrauen sehr, sehr hoch der Bevölkerung. Also da bin ich ein Stück neidisch, wenn ich dann schaue, wie das Vertrauen so in Politik an der Stelle ist. Das ist ein hohes Gut, Vertrauen, wie Sie wissen. Und wenn es einmal verloren ist, ist es auch schwer zurückzugewinnen. Und das hat viel zu tun, aus meiner Wahrnehmung auch mit der Frage, ob Staat, Gesellschaft in seinen Kernbereichen gut funktioniert. Brücken, die bröckeln, Funklöcher, ein Flughafen, der nicht fertig wird, die Frage, haben wir Kontrolle darüber, wer dieses Land betritt? Oder aber eben die Frage, habe ich einen Arzttermin in akzeptabler Zeit? Lieferengpässe bei Medikamenten? In jeder Veranstaltung der letzten 2-3 Wochen fragen mich Bürger, was ist denn hier eigentlich los in Deutschland, dieser Wirtschaftsnation, dass im Jahr 2019 in diesem Umfang Medikamente nicht verfügbar sind. Das sind alles Themen, wo es darum geht, funktioniert Staat in seinen Grundfunktionen. Und in dem Bereich, wo ich zuständig bin bei Gesundheit und Pflege, möchte ich einfach, dass wir dieses Vertrauen zurückgewinnen, nicht durch man müsste mal und man könnte mal oder wir gucken vielleicht mal oder indem wir gut erklären können, warum andere zuständig sind, sondern indem wir Schritt für Schritt in den einzelnen Themenbereichen durch Entscheidungen Unterschied machen. Und wenn es dann heißt, 20 Gesetze in 20 Monaten, die wir gemacht haben, dann geht es ja nicht um die Zahl. Es geht ja nicht irgendwie darum, viel zu machen. Es geht darum, das Richtige zu machen und vor allem einen Unterschied zu machen mit dem, was wir entscheiden. Und da will ich gerne 2, 3 Themen ansprechen, die Sie beschäftigen, die mich beschäftigen. Das ist zum Ersten, weil ich gerade auch aus einer Diskussion mit Pflegekräften komme, weil Sie das auch angesprochen haben, Herr Professor Böttiger, die Situation in der Pflege, die exemplarisch ist, aber auch nochmal besonders zugespitzt. Ich merke das ja, wenn ich in den Saal reinkomme, in dem Pflegekräfte sitzen, heute Morgen, die Tage beim Universitätsklinikum Essen, wo auch immer, das Vertrauen darin, dass der Minister Ahnung hätte, ist nicht besonders ausgeprägt. Da klatscht gleich einer. Ja, ist ja okay. Ist ja okay. Was aber viel damit zu tun hat, vor allem eben auch mit den Erfahrungen der letzten Jahre. Die Frage, ob da überhaupt noch alle mitkriegen, wie der Alltag sich verändert hat, dass mehr Stress, mehr Arbeitsverdichtung geworden ist, wie es so ist, wenn man eigentlich frei hat und dann aus dem Off geholt wird und anderes mehr. Haben die, die da politisch Verantwortung tragen, überhaupt ein Gefühl dafür, was los ist? Und können oder wollen die überhaupt was daran ändern? Und das ist eben besonders stark, dieser Vertrauensverlust in der Pflege zu spüren. Jetzt ist die Frage, wie kriegen wir das Vertrauen zurück, indem wir konkret was ändern. Und wir haben begonnen. Wir versprechen nicht das Blaue vom Himmel. Ich weiß, dass wir das nicht in 3 oder 6 Monaten lösen. Aber wir haben angefangen. Erster Teil, Stellen zu finanzieren. Dass ab dem 1.1. diesen Jahres jede zusätzliche Pflegekraft in Krankenhäusern finanziert wird. Ab dem 1.1. nächsten Jahres ist die größte Veränderung bei den Fallpauschalen seit über 20 Jahren. Wir Pflege ganz ausgliedern aus der Fallpauschalenlogik und voll in die Selbstkostenfinanzierung bringen. Heißt in einfachen Worten, ein Krankenhaus kriegt alles, was es an Pflegeaufwand hat, Kosten, die es für die Pflege hat, zu 100% finanziert von den Kostenträgern, von den Krankenkassen. Und das ist, finde ich, ein wichtiges, ein starkes Signal an die Pflege, dass das Sparen zulasten der Pflege, um woanders zu investieren oder was auch immer zu machen, das geht nicht mehr. Sondern Geld, das für Pflege gezahlt wird, muss für Pflege aufgewendet werden. Zweiter Teil. Dann kommt ja der richtige Hinweis. Ja, ist ja schön, wenn Sie Stellen schaffen, dann müssen auch besetzt werden. Ja, weiß ich auch. Aber wir müssen halt irgendwo mal anfangen. Das ist ja immer so ein Henne-Ei-Thema. Wenn wir nicht erstmal Stellen haben, die finanziert sind, können Sie sie gar nicht besetzen. Also muss der erste Schritt erstmal sein, es muss Geld da sein. Der zweite Schritt ist, wie schaffen wir es jetzt bei einem leergefegten Arbeitsmarkt, dass es auch gelingen kann, die Stellen zu besetzen. Wo es um die Frage von Ausbildung geht, wo wir die Ausbildungszahlen ja weiter erhöhen. Also wir haben schon Rekordausbildungszahlen, ab dem 1.1. endlich kein Schulgeld mehr haben. Es gibt immer noch Pflegeschulen in Deutschland, die Schulgeld nehmen. In einem Bereich, wo wir Fachkräftebedarf haben und dass es eine gute Ausbildungsvergütung gibt, dass wir Umschulungen finanzieren.
dass wir mithelfen, Konzepte übrigens auch in den Einrichtungen. Ich kann ja nicht aus Berlin heraus irgendwie der bessere Geschäftsführer von Krankenhäusern oder Altenheimen sein. Aber wenn ich einige Einrichtungen besuche, die Modelle haben, die Tage einen ambulanten Pflegedienst besucht, mit einem Modell, dass sie die Dienstplanung, die Urlaubsplanung und die Routenplanung für den ambulanten Pflegedienst, die haben die digitalen Werkzeuge zur Verfügung gestellt, in dem 8-Mann-Frau-Team selbst machen können. Selbst alles organisieren. Haben es geschafft, mit dem Prinzip den Krankenstand von 20%, was ein sehr hoher Krankenstand ist, auf 5% zu reduzieren. Wenn wir das schaffen würden, in der gesamten Pflege den Krankenstand auch nur zu halbieren, der überdurchschnittlich ist in der Pflege, wegen des Stresses und den Arbeitsbedingungen, würde das umgerechnet wahnsinnig viele zusätzliche Pflegekraft besorgen. Also ist auch eine Frage von Organisation. Und im Übrigen die Arbeitgeber, die noch nicht verstanden haben, dass man Pflege oder auch generell Personal in Krankenhäusern nicht mehr so führen kann wie 1990. Sondern dass die Dinge sich ein bisschen verändert haben, die werden dann halt auch in der Perspektive tatsächlich Probleme bei der Personalgewinnung haben. Also die Arbeitsbedingungen verändern schrittweise, um mehr Leute für die Pflege zu gewinnen, bis hin zum Thema Fachkräfte aus dem Ausland. Zusätzlich ausbilden, umschulen, Fachkräfte aus dem Ausland, wo wir über Monate immer gesagt haben, ja, dass die Visa-Verfahren so lang dauern, Auswärtiges Amt. Da habe ich gesagt, nein, wir gründen jetzt mit dem Saarland zusammen eine Gesellschaft, haben wir am Montag vorgestellt und versprechen, Mexiko, Philippinen, da fangen wir an. In 3 Monaten ist das Visum da, in weiteren 3 Monaten ist die Berufsanerkennung da spätestens und dann kann losgelegt werden. Ist ja am Ende alles keine Raketenwissenschaft, man muss halt die Prozesse mal entsprechend machen. Also Schritt für Schritt in der Umsetzung. Gerade auch das Signal an die Pflege, wir haben verstanden und wir wollen Maßnahme für Maßnahme zu besseren Arbeitsbedingungen kommen. Und ich sage noch einmal, und die Wahrheit ist, das wird nicht dazu führen, dass das ganz schnell geht. Der Bedarf ist jetzt schon 50.000 bis 100.000 Pflegekräfte, offene Stellen. Aber wenn in 6 oder 12 Monaten Pflegekräfte und die anderen im Krankenhaus sagen, die Richtung stimmt, ich merke, es wird besser, dann bin ich schon der glücklichste Gesundheitsminister der Welt. Pflege. Zweites Thema, das Sie sehr beschäftigt und mich auch, Notfallversorgung, klar, Notfallmedizin. Und gerade im Notfall zeigt sich ja die Frage, ob der Staat funktioniert oder nicht, sehr klar. Ob da wie die Ressourcen da sind, in der Fläche, in der Stadt, die notwendig sind. Und ob tatsächlich die Abläufe und die Steuerung so funktioniert, wie es sein soll. Und Sie wissen im Zweifel aus Ihrem Alltag besser als ich, so wie es heute läuft, läuft es nicht optimal. Weil nicht Patienten immer da sind in der Versorgung, wo sie im Zweifel tatsächlich am besten und richtigerweise sind. Und dadurch Ressourcen nicht effizient eingesetzt werden oder auch gebündelt werden oder besser genutzt werden und nicht woanders zur Verfügung stehen für Fälle, die eigentlich woanders behandelt werden müssten. Und deswegen möchte ich, und das ist das Ziel, und über den Weg dahin reden wir ja gerade. Wir haben einen Gesetzentwurf vorgelegt. Weil meine Erfahrung ist, jede abstrakte Debatte muss irgendwann konkret werden, damit man mal einen Schritt weiterkommt. Positionspapiere austauschen reicht nicht, irgendwann muss man Gesetze machen. Im Gesetzentwurf vorgelegt, darauf viel Rückmeldung bekommen, auch viel kritische Rückmeldung, wir werden ihn überarbeiten. Es wird nicht so bleiben. Aber wir müssen halt irgendwann mal einen Startpunkt in der Debatte haben. Nur das Ziel bleibt, dass wir es schaffen, das Thema ärztlicher Bereitschaftsdienste, kassenärztliche Versorgung, Notfallambulanzen der Krankenhäuser, 112, Notarztrettungsdienst besser zu verzahnen, besser aufeinander abzustimmen. Mein Ziel ist, und zwar nicht, indem alle in einem Raum sitzen müssen, das ist ja gar nicht das Ziel, aber dass wir es schaffen aus einer Hand durch Kooperation. Von der Frage, da kommt der mit 4 Wochen Rückenschmerz und ruft an bei 112 und oder 116F7 und dass man dem sagen kann, hier beim Orthopäden um die Ecke, Montag 11.30 Uhr gibt es einen Termin. Also man sagt dem nicht, sie gehören hier nicht hin, sondern man konkretes Angebot, das ist immer das Wichtigste, die Leute nicht ohne Angebot lassen. 11.30 Uhr Termin beim Orthopäden um die Ecke frei, buche ich Sie ein, bis hin zu der Frage, ärztlicher Bereitschaftsdienst ist an dem Krankenhaus in der Bereitschaftsdienstpraxis an dem Ort, fahren Sie da am besten hin, bis hin zu der Frage, nee, Sie bleiben besser zu Hause, der Bereitschaftshausbesuchsdienst kommt bei Ihnen vorbei, bis hin zu der Frage, es ist besser, Sie gehen jetzt zur Notfallambulanz des Krankenhauses, bis hin zu der Frage, der Notarzt kommt. Aus einer Hand strukturell anbieten zu können, ist aus meiner Sicht wichtig, um besser steuern zu können und die Leute nicht durch das System irren zu lassen und deswegen die Leitstellen in eine bessere Kooperation zu bringen. Ohne, und das ist mir wichtig, die vorhandenen Strukturen in Frage zu stellen. Als wir den Entwurf vorgelegt haben, waren ja gleich alle in Sorge, dass wir jetzt alles in Frage stellen, was in den letzten Jahren so gemacht wurde. Nein!
Es ist auch regional unterschiedlich weit die Frage, wie gut das schon zusammen Hand in Hand geht. Aber ich möchte, dass wir im ganzen Bundesgebiet besser werden. Und das Gleiche gilt in den Krankenhäusern. Ein Tresen, integrierte Notfallambulanz und dann am Ende dem Patienten ist es egal, wer zuständig ist, wer abrechnet, wer was macht. Der möchte gut versorgt werden. Dass wir das aus einer Hand möglich machen und dann eben im Hintergrund Abrechnungen und Co. auch entsprechend gestalten. Das ist das Ziel. Und darüber, wie wir da hinkommen, werden wir jetzt in den nächsten Wochen weiter auch intensiv diskutieren. Aber ich halte das für eine der größten Baustellen, die wir miteinander in unserem Gesundheitswesen haben, diese wertvolle Ressource der Notfallversorgung, das Rückgrat der Versorgung, 365 Tage, 24 Stunden am Tag, tatsächlich besser zu nutzen und ich glaube auch zur größeren Zufriedenheit aller Beteiligten zu nutzen. Denn mit Blaulicht wohin zu fahren, wo es dann um den eingewachsenen Fußnagel oder so geht, ist am Ende ja nicht das, was zufriedenstellt. Und gleichzeitig eben eine effiziente Ressourcennutzung ist. Also das Thema Notfallversorgung. Ein drittes Thema, das ich ansprechen möchte, ist die Frage der Digitalisierung, die ja gerade auch für Notfall- und Intensivmedizin und die Frage, welche Informationen wichtig verfügbar sind, wichtig ist. Und wo ich einfach bei Ihnen, Sie haben das im Zweifel alle, aber damit Sie mithelfen, es noch weiter ins System zu tragen, ein bisschen mehr Lust auf dieses Digitale machen möchte. Es ist mir zu viel Last und zu wenig Lust dabei. Wenn das häufigst genutzte Kommunikationsmittel im deutschen Gesundheitswesen das Faxgerät ist, dann stimmt was nicht im Jahr 2019. Und wenn jetzt wir seit 15 Jahren versuchen, diese elektronische Patientenkarte, die Karte ist ja gar nicht entscheidend, Akte, darum geht's, einzuführen, haben wir jetzt alle Ressourcen gebündelt per Gesetz, alles an uns gezogen. Ja, kann man mir zum Vorwurf machen, aber 15 Jahre hat halt nicht geklappt. Jetzt muss man mal sehen, dass wir durchsteuern, dass wir 2021 endlich eine Patientenakte haben. Und ich kann Ihnen sagen, warum ich da so ein Tempo mache. Weil ich sehe, dass wir zerrieben werden ein Stück. Es geht hier um Selbstbehauptung auch von Deutschland und Europa zwischen dem Überwachungsstaat-Ansatz China, die alle Gesundheitsdaten ihrer Bürger sammeln und am Ende für politische Zwecke nutzen, genauso wie die Frage, ob sie bei Rot über die Ampel gehen, per Gesichtsscreening. Und Überwachungskapitalismus. Amerikanische Großkonzerne, Google, Apple, Amazon, die gerade Milliarden in Gesundheit investieren. Und da müssen wir in Deutschland echt miteinander ein bisschen mehr über die Chancen reden, was Datennutzung und Vernetzung möglich macht. Wenn Google Fitbit kauft, ich weiß nicht, wer hier so ein schönes Armband hat, vor 2 Wochen, keine Debatte nirgends. Einmal mehr hat ein amerikanischer Großkonzern über europäische Bürger Gesundheitsinformationen, sammelt sie, korreliert sie mit Eingaben in der Suchmaske, mit ihren sonstigen Bewegungsdaten, weiß mehr über sie als ihr Partner, kennen sie alles. Wenn wir mit unserem Datenschutz und Datensicherheitsvorgaben auf deutschen Servern pseudonymisiert und anonymisiert Abrechnungsdaten, darum ging es in der Debatte von vor 2 Wochen, Abrechnungsdaten, nicht Patientenakten, zusammenführen wollen, um sie für Forschung zu nutzen, um für Diabetes, Krebs, andere Erkrankungen zu schauen, was funktioniert gut und was funktioniert nicht gut und welche Erkenntnisse können wir gewinnen, ist Skandal. Ich weiß nicht, ob Sie es verfolgt haben, aber es war ja ein Riesentheater. Der Spahn will alle Gesundheitsdaten online und. Meine Damen und Herren, solange wir amerikanischen Großkonzernen mit Freude unsere Informationen liefern, indem wir in der WhatsApp-Gruppe noch schreiben, ich habe heute Grippe, glaube ich. Das liegt bis ans Ende aller Tage, dieses Gesundheitsdatum auf einem amerikanischen Server. Aber gleichzeitig in Deutschland es nicht möglich machen. Es nicht möglich machen, Daten zu nutzen, werden wir nie nach vorne kommen bei dem Thema. Und ich möchte, dass wir halt was Eigenes da entwickeln und nicht abhängig werden. Das ist übrigens die gleiche wie die Huawei-Debatte. Die Frage ist doch nicht, ob wir es in China kaufen oder in den USA. Die eigentliche Frage ist, warum wir gar nicht mehr in der Lage sind, es selbst herzustellen. Wir hatten mal ein deutsches Großunternehmen, das hat die Dinger selbst produziert. Und das gilt eben auch in anderen Bereichen. Übrigens, das kann ich von Hörskopf-Stöckchen, aber den Satz meine ich noch. Übrigens weiß ich eins ziemlich genau. Gesundheit und Pflege in dieser älter werdenden Gesellschaft in 10 Jahren werden wir nur bezahlen können, wenn wir noch ein paar Autos und Maschinen in die Welt verkaufen. Das hängt miteinander zusammen. Und wenn wir nicht Lust haben darauf, beim Digitalen vorne zu sein, ob es autonomes Fahren ist oder Gesundheit, dann erleiden wir es irgendwann nur noch von außen und kaufen zu. Aber wir werden nicht die Produktivitätssteigerung selbst haben, die wir brauchen, um dieses älter werdende Land gut versorgen zu können. Und deswegen möchte ich Sie einfach bitten, wo Sie können, helfen Sie ein bisschen mit, dass Lust ist aufs Digitale. Also Sie haben die alle, aber ich stelle immer wieder im Gesundheitswesen fest, da ist viel, müssen wir das auch noch,
Ja, müssen wir. Müssen wir. Damit wir am Ende gemeinsam einen Unterschied machen in der Versorgung, aber vor allem eben auch nach vorne innovativ die Dinge entwickeln. Und das bringt mich zu einem Punkt, den ich gerade auf dem Weg hier hingesehen habe, dass Sie den gerne angesprochen werden wollen. Google Alert hilft ja immer. Die Frage der DRG-Versorgung und Kliniken. Dass die Fallpauschalen so, wie sie sind, nicht perfekt sind, sehen Sie schon daran, dass wir jetzt ja die Pflege ausgliedern. Ich sage aber auch gleichzeitig, wer die Fallpauschalen generell in Frage stellt, muss mir auch überzeugt eine Alternative für Krankenhausfinanzierung bringen. Zu sagen, wir machen das wieder wie früher, wir bezahlen nach Tagen und freitags heißt es, dann bleiben Sie besser noch bis Montag zur Kontrolle, ist nicht das, was ich mir unter effizienten Ressourceneinsatz vorstelle. Die Frage, wir zahlen die So-Da-Kosten, das Krankenhaus steht so da und egal, ob ein Patient kommt oder nicht, die Personal- und Sachkosten werden einfach refinanziert, ist ja auch so die Vorstellung, die es manchmal gibt, alles verstaatlichen und einfach bezahlen, finde ich nicht besonders effizient. Ich finde die Grundidee, dass das Geld dahin fließt, wo Patienten auch tatsächlich behandelt werden, schon richtig. Die Frage ist nur, ob und wie man das Fallpauschalensystem oder die Logik, die ich meine, möglicherweise besser abbilden kann, als das heute der Fall ist. Man könnte die Debatte über die So-Da-Kosten übrigens dann anders führen, wenn wir eine andere Angebotssteuerung machen würden. Wenn wir wüssten, dass unser stationäres Angebot exakt dem Bedarf entspricht, mehr oder weniger, können Sie über eine andere Finanzierung reden. Aber Sie wissen wie ich, dass wir allein in einer Stadt wie Hamburg massive Überkapazitäten haben. Und deswegen für alle die Decke zu kurz ist, beim Personal und bei anderen Themen auch. Und deswegen müssen wir mit den Ländern auch nochmal über dieses Thema reden. Das hängt ja miteinander zusammen, Fallpauschalen und Finanzierung und die Frage der Struktur. Und ich kann nur eins, der Bund kann nur eins, wir können nur stärker steuern über Qualitätsvorgaben, Strukturvorgaben. Personal, Personaluntergrenzen oder Qualität. Und eins werden wir nächstes Jahr definitiv machen, wenn die Sozis mich ab Freitag noch lassen. Das ist... Nein, ich meine, das alleine ist es wert, weiter zu regieren. Wissen Sie, das ist ja Teil der Regierung zu sein, ist ja nicht irgendwie, geht ja nicht irgendwie um irgendwas. Da sind 80 Millionen Menschen in diesem Land, die darauf sich verlassen, dass wir da in Berlin irgendwie eine Idee von dem haben, wo wir hinwollen und das Richtige tun. Und wie leichtfertig da mit Regierungsverantwortung umgegangen wird, das finde ich schon sehr, sehr irritierend an verschiedenen Stellen. Aber es ist eine andere Debatte. Jedenfalls die Frage Qualität in den Krankenhäusern. Ja, ich möchte ich komme in Münsterland, habe ich schon gesagt, eine flächendeckende Versorgung, die Lungenentzündung, der Blinddarm, die Notfallversorgung muss in der Fläche da sein. Aber nicht alles muss jeder machen. Und wenn Sie in ein Krankenhaus kommen und es heißt, so einen Fall wie Sie hatten wir schon lange nicht mehr, dann fühle ich mich dabei nicht wohl. Ich möchte nicht, dass wir Krankenhäuser haben, die 10 Pankreasoperationen im Jahr machen oder 10 Prostataoperationen im Jahr machen. Das ist nicht mal jeden Monat einmal. Da brauche ich keine Studie für, um zu wissen, dass das qualitativ nicht das sein kann, wie es in Einrichtungen ist, die das täglich machen. Und deswegen werden wir darüber reden müssen, notfalls per Mindestmenge, per Gesetz, wie wir stärker, da wo es komplexer wird und wo es um Patientensicherheit geht. Gut erreichbar ist das eine, aber ich kann Ihnen sagen, wenn Sie für eine Prostata-OP wissen, das Risiko von Impotenz, die Männer der Schöpfung, ist 50% geringer bei dem Haus als im Schnitt. Da fahre ich auch 500 Kilometer. Wenn ich weiß, dass das Risiko entsprechend reduziert. Und deswegen diesen Spagat zu schaffen zwischen Qualität und Grundversorgung, das ist das, worum es geht, auch in der Finanzierung bei den Fallpauschalen. Und dabei dann auch im Blick zu haben, die besondere Situation, die wir bei den Kindern haben. Ich weiß, dass da eine Debatte ist. Ich weiß aber auch, dass DRGs Ist-Kosten abbilden. Und wir deswegen schon mal genau hinschauen müssen, wie das eigentlich kommen kann, dass DRGs nicht die tatsächlichen Kosten abbilden, die anscheinend für die Kinderkliniken notwendig sind, wenn sie doch eigentlich Ist-Kosten abbilden. Da ist ja offensichtlich systematisch was falsch. Wir hatten schon 2, 3 Gesprächsrunden dazu im Ministerium und ich kann Ihnen versprechen, wir werden an dem Thema dranbleiben. Denn eins, das nehmen Sie mir vielleicht ab, haben wir, glaube ich, die letzten 20 Monate gezeigt, wenn wir ein Problem als Problem erkennen, dann wollen wir es auch lösen. Und so wollen wir es auch weiter handhaben. Ich wünsche Ihnen einen guten Kongress. Thank you.